viele Lebensmittel aus dem Kühlschrank kommen nie auf den Tisch. Hamburger Brötchen vom letzten Sommerpicknick? Abgelaufene Milch? Labbrige Karotten? Weltweit werden jedes Jahr enorme Mengen Lebensmittel verschwendet. Und die USA gehören zu den schlimmsten Tätern. 37% ihrer Lebensmittelabfälle stammen aus Privathaushalten. Davon werden etwa 20% weggeworfen, weil die Verbraucher nicht wissen, wie sie das Ablaufdatum deuten sollen. Aber diese Lebensmittel sind meist absolut sicher. Wenn das Datum auf Lebensmitteln nicht sagt, dass etwas verdorben ist, was sagt es uns dann? Vor dem 20. Jahrhundert war der Weg zwischen Produktion und Verbrauch von Lebensmitteln viel direkter. Die meisten Menschen konnten Frische mit Augen, Nase und Händen bewerten. Doch als Supermärkte verarbeitete Lebensmittel anboten, ließ sich das Produktalter immer schwieriger bestimmen. In den USA nutzten Händler Verpackungscodes als Beleg, wie lange Lebensmittel schon im Regal lagen. Und in den 1970er Jahren wurden diese Informationen von Verbrauchern gefordert. Viele Supermärkte führten ein bis heute gültiges System ein, die sogenannte offene Datierung. Lebensmittelhersteller oder Händler versahen Produkte mit einem Datum, um deren optimale Frische anzugeben. Dieser unklare Hinweis hatte nichts mit Ablaufdatum oder Lebensmittelsicherheit zu tun. Diese Festlegung ist selten wissenschaftlich. Und gewöhnlich gibt es für das Datum keine Regeln. Viele Hersteller und Händler bemessen das Datum möglichst knapp, um optimalen Genuss zu bieten und Kunden langfristig zu binden. Das heißt, viele Lebensmittel sind auch nach dem Ablaufdatum sicher. Alte Kekse, Nudeln und andere haltbare Lebensmittel schmecken vielleicht fade, sind aber kein Gesundheitsrisiko. Konserven können jahrelang genießbar bleiben, wenn sie keine Wölbungen oder Rost aufweisen. Niedrige Gefriertemperaturen bremsen Bakterien, die Lebensmittelvergiftungen verursachen, und konservieren richtig gelagerte Tiefkühlkost unbegrenzt. Eier im Kühlschrank sind bis zu 5 Wochen gut. Und wenn sie verderben, riecht man das sofort. Man kann verdorbenes Essen am Geruch, an der schleimigen Oberfläche und an Schimmel erkennen. Natürlich ist in einigen Fällen Vorsicht besser als Nachsicht. Experten empfehlen, Fleisch rasch nach dem Kauf zu essen oder einzufrieren. Nach dem Ablaufdatum finden sich auf Fertigsalaten, Wurstwaren und Rohmilchkäse öfter krankheitserregende Bakterien, die man weder riechen noch schmecken kann. Datumsangaben auf Babynahrung sind aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben. Zwar stimmen einige Datumsangaben, aber bei weitem nicht alle. Laut einer Befragung von über 1000 Amerikanern im Jahr 2019 richteten sich über 70% nach dem Verfallsdatum. Und fast 60% werfen Produkte mit abgelaufenem Datum weg. Das gilt auch für Restaurants und Einzelhandel. Um diese Abfälle zu vermeiden, befürworten Experten Gesetze, die solche Daten mit einem von 2 Standardsätzen versehen. Verwendbar bis als frischer Hinweis oder zu verbrauchen bis als Sicherheitshinweis. Diese Lösung ist nicht perfekt, doch US-Forscher schätzen, wenn diese Standards auf Bundesebene gelten würden, ließen sich jährlich rund 361.000 Tonnen Lebensmittelabfälle vermeiden. Man könnte auch die Datumsangabe auf Produkten entfernen. Das tun einige britische Supermarktketten, um Verbraucher anzuregen, sich selbst ein Urteil zu bilden. Viele Experten befürworten auch Maßnahmen, dass Einzelhändler und Restaurants unverkaufte Lebensmittel spenden. Wegen der Verwirrung um das Datum haben mindestens 20 US-Bundesstaaten Spenden abgelaufener Lebensmittel eingeschränkt. Obwohl die US-Regierung solche Spenden eigentlich befürwortet. Länder wie Frankreich gehen noch weiter und fordern, dass viele Supermärkte unverkaufte Lebensmittel spenden. Egal, was deine Regierung beschließt. Um Abfälle zu vermeiden, kaufst du am besten nur, was du isst. Und vergiss nicht, dass Augen, Nase und Zunge meist genügen, um zu entscheiden, ob Lebensmittel noch genießbar sind oder in die Biotonne gehören. Wir haben die Werkzeuge und das Wissen, um die Welt zu retten. Aber was kommt als nächstes? Unter ed.ted.com/earthschool findest du eine Roadmap, der du folgen kannst, und konkrete Maßnahmen, mit denen du etwas bewirken kannst.